So, nach 2 Milliarden Jahren Ladezeiten sind wir wieder dabei. Wir spielen wieder Enderal. Direkt nach dem Krieg safe. Ja, ich war in dieser lustigen Höhle in den Tiefen von... Lass mich nicht lügen, wie dieser Ort heißt. Wir sind in... Oh, ich hätte hier drücken sollen. Warum habe ich eben gedrückt? Wir sind in Al-Dujulgrad in den Tiefen, was aber irgendwie jetzt nicht so der... Das habe ich endlich gerade aus dem Fall benannt. Die super Beschreibung ist, weil hier überall Tiefen ist. Hallo, Gurkenschulter. Okay. Hier war ich schon, ne? Es ist natürlich schön, dass ich seit dieser und der letzten Folge so ein bisschen vergessen habe, was ich seitdem gemacht habe. Das hilft auf jeden Fall enorm weiter, wenn man hier irgendwie... Hey, hier oben sind noch so ein bisschen Fallen. Bumpf. Die hätte ich mal benutzen sollen. Naja. Es hilft auf jeden Fall enorm, wenn man seit dieser und der letzten Folge irgendwie so ein bisschen raus ist und weiß nicht mehr so richtig, was man in der letzten Folge gemacht hat. Wir sollten hier unten aber... Hey, da gibt es ein Foto von dem bemerkt. Wir sollten aber... Hier liegen Leute Leichen rum. Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass ich hier schon mal war. Komme ich aus der Richtung nicht sogar? Ich komme aus der Richtung, oder? Wo hier geht's gerade hoch? Jo, Lockgürtchen. Ja. Und das heißt, dass die Leichen noch in diese Richtung gekippt sind? Felsendom? Will ich da hin? Hm. Bestimmt. Stimmt nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder eine stundenlange Ladezeit und dann lande ich irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte. Dremio Lock ist jeden Tag in Drachensprache. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, alles klar. Ich wollte auf jeden Fall nicht in die Richtung, war natürlich wieder. Die Ladezeit war aber gerade sehr human. Nehme ich gerade einen anderen Weg? Oder ist hier einfach nur. Ah, ja, sag grad so. Ja, gut. Ich muss das auch gerade googeln. Das kam mir so unfassbar bekannt vor. Das Dremio Lock. Ich dachte eigentlich, das wäre was die Orks in Warcraft 3 gesagt haben, aber naja. Das ist ja nicht für das. Also, ist das hier eine. Ist das hier irgendwie eine nicht ausgelöste Steinfalle, was das hier darstellt? Mysteriös. Ansonsten haben wir hier irgendwie. Das sind nicht, also so Feuern sind. Ist es nicht eigentlich scheißgefährlich, so ein größeres Lagerfeuer in so einer Höhle anzumachen? Na, die hat eine relativ große hohe Deckenhöhe, aber trotzdem ist doch eigentlich ein reales Risiko, dass dann in der Höhle der Sauerstoff ausgeht. Ich war voll, ne? Ich bin sowas überladen. Ich bin die maximal noch meine. 2 Stahlhöcher hat er gleich frei. Pfeilkenner mit dem. Ist hier auf jeden Fall hier nachher nur direkt zum erstbesten Händler, den ich finden kann. Ach, jetzt erinnere ich mich. Stimmt, da gab es diesen einen Weg und hier den anderen. Hi, ich spiele Skyrim, nicht Enderal. Ja, das ist doof. Man kann nämlich auf Twitch nämlich nicht direkt Enderal angeben. Aber wenn du Fragen zu Skyrim hast, kann ich die bestimmt auch noch beantworten. Ist ja erst 2 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, 3. In Skyrim bin ich ja Gunja. Naja, prinzipiell Enderal, wie gesagt, Enderal, falls du Skyrim mal durchhaben sollst oder genug hast, Enderal ist ziemlich cool eigentlich. Also unter einem Vorgänger Nierim von Oblivion soll auch nicht schlecht sein. Also ich spiele quasi einen Hochelfen hier, mehr oder weniger. Zumindest sieht so aus. Also die Savegame-Files haben zumindest. Was seid ihr denn? Warum stehen die so doof da? Die Savegame-Files haben. Moment mal, da ist wer. Nein! Nimm dies und das und jenes! Erstmal ist Enderal im Gegensatz zu Skyrim vor allen Dingen ordentlich balanced. Oh fuck. Stirb! Du hast mich immer so gegrüßt. Dann weißt du, wie sehr ich das beachtet habe, die letzten 20 Male. Lül. Oh Mann. Ja, ich muss so gut aufpassen, ne? Kann ich ja nicht, habe ich nicht irgendwie Zauberspruch wie Katzenauge oder irgendwie so? Das gibt mir ganz schön einen Zopf, dass es hier so unfassbar düster ist. Ich kann mir vorstellen, dass man im Stream irgendwie nur die Hälfte sieht. Das ist ja irgendwie doof, oder? Ich könnte hier Magier nicht zaubern, naja. Ich bin ein Brot. Das ist ja ein Brot. Oh, fuck. Oh nee, nicht schnell. Ach, jetzt weiß ich, wie ich beim letzten Mal gestorben bin. Ich bin in so ein Ding reingelaufen, in so Stachelfall, die einfach nur auf dem Boden stehen. Richtig dämlich. Ich erinnere mich wieder. Ja, aber wo ist denn hier mein... Ich hatte doch hier mal was zu essen gehabt. Mir fällt übrigens Enderal bis jetzt sehr gut. Ich spiele das gute Spiel jetzt schon seit 20 Stunden fast. Nee, ja, 20 Stunden sind wir nicht drin. 15 Stunden haben wir bis jetzt. Aber trotzdem ziemlich cool eigentlich. Dafür, dass wir immer noch nicht so richtig rausgekriegt haben, worum es hier überhaupt geht. Ganz schön viel Spielspaß für nichts. Was ist denn hier? Lass mal einen Vergleich. Brot. Wir spielen auf der Xbox Sky und da haben wir Oblivion ausgeliehen. Die Grafik war so schlecht. Ja, die Jugend von heute! Ihr müsst mal Morrowind spielen! Diese Jugend! Schlimm ist es! Ich habe damals Duke Nukem Forever gespielt. Also, ich habe keine Ahnung, ob es Duke Nukem Forever war. Es war nur, dass es 1996 oder 97 war. Das war Duke Nukem. Oder Command & Conquer! Genau! Command & Conquer? Damals auch Alarmstufe Rot 2. Das war meine Jugend! Das war damals auch gute Grafik! Da war Morrowind, war quasi das Wasser, war damals eine Revolution. So schlechte Grafik. Oh,
Aber so schlecht, so schlimm sieht Oblivion noch gar nicht aus. Also nicht mal im Vanilla, es geht eigentlich. Ich meine, das könnte schlimmer sein. Wozu wurde die Metallzüge sind? Ich spiele auf der PS3. Ja. Naja, so schlimm war doch. So schlimm war doch Oblivion. Gut, es könnte natürlich sein, dass meine Erinnerung mir einen Streich spielt. Habe ich die schon? Na egal, ich habe mir einfach mal vorgenommen, diese ganzen Enzyklopädie Arcania mitzunehmen. Ah, fuck, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich hab's geahnt. Ich wollte gerade so einen schönen Satz sagen wie: Wahrscheinlich ist das hier einfach nur eine alternative Route. Das sind doch nur gegen das Ding, um zu sterben. Eine alternative Route. Sieht auch nicht so schlimm aus, aber nur im Vergleich. Ach, ne, ja. Das Ding ist, ich habe mir auch mal vorgenommen. Vorhin bin ich über diese dumme Falle noch rübergesprungen, die jetzt auf dem Rückweg komplett vergessen. Oh Mann, Schlafmangel. Das könnte auch mal bis um dreifaches sind, dann überhaupt wieder auf der Meinung ist, man möchte um 9 Uhr und sonst auch aufstehen. Warum ich auf die Idee kommen will. Guck mal, da hinten sind wieder so ein lustiger Steinchen. Ist ja nicht ein Fahrstuhl? Ne, Fahrstuhl haben wir hier nicht. Fahrstuhl fällt außen, kommt aber nicht wieder rein. Also, wenn ich Oblivion nochmal spielen sollte, dann auf jeden Fall auch nicht in so einem großen. Kommen wir da runter? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Boing! Wenn ich Oblivion nochmal spielen sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall das natürlich heftig durchmodden. Erstmal auf jeden Fall ein Inventarverwaltungsmod, weil das Vanilla-Inventar von Oblivion ist ja eigentlich, wenn du nicht mit dem Controller spielen möchtest, selbst wenn, ist eigentlich mega scheiße. Verdammt! Stopp! Das ist viel Bang. Ich weiß nicht, ob Vagabund, ob das sowieso der beste Name ist für die Leute hier. Ich meine, Vagabund ist ja eigentlich eher so ein Herreisender und nicht ein Typ, der. Also nicht gerade so ein Räubertyp. Was? Zeig kein Atz. Ist ihre Detz durch. Oh. Jetzt geht's los. Jetzt kommt er eben mit den Drachen, mit der Drachensprache, die ich nicht spreche. So wird das nix. Das ist ihr Schicksal, durch meine Hand zu sterben. Naja. Prinzipiell, sterben die ja nicht. Die sind nur in einem anderen Ort. Quasi. Hier ist übrigens dicht. Kurz. Felsendom. Schon wieder Felsendom? Also, weil ich wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Ding, wo ich gerade lang gelatscht bin. Vielleicht ist es da ja schöner. Nord. Quicksave. Das fand ich Quicksave. Habe ich Magierlicht durch Zufall auf meiner. Von Dings? Ne, magisches Schild habe ich meiner Taste. Die magischen Schilder, die übrigens mal. Ne, warte, das ist doch Magierlicht, oder? Ne. Den magischen Schild sollte ich vielleicht mal von meinen Favoriten entfernen, dafür lieber Magierlicht mitnehmen. Das ist kein Götterschild eigentlich, das erhöht einfach nur den Rüstungswert dauerhaft, ja? Den habe ich eigentlich immer noch. Ja, dann warum habe ich denn eigentlich Markieren auf meiner Schneeballtaste? Markieren wird man wahrscheinlich so selten zaubern, dass es echt nicht notwendig ist, dass man das mal irgendwie. Patronax fand ich immer unfassbar nervig. Ich habe mich zwar geweigert, ihn umzubringen, aber ich fand ihn nervig. Weil dieses komische Rumgelaber, das ist. Mit sowas kannst du mich ja jagen, ne? Das ist. Und wie die ganze Zeit irgendwie so schlau daher geht. Ist das Götterschild jetzt ein richtiges Schild oder ist das. Ach, cool. Das ist ein Buff. Oh. Das hätte man wissen können. Ich meine, das erhöht nur den Rüstungswert. Oh. Warte mal. Die standen da beide nicht mehr drauf. Nix genug. Verdammt, jetzt komme ich. Komm hier an die Typen nicht mehr ran, oder was? Nicht so! Doch! Na toll! 5 Meter gelaufen und zack wieder runter in die Tiefen. Oh, was haben die bei? Pfeile. Zumindest werde ich hier bald keinen Pfeilmangel mehr haben, wenn das so weitergeht. Ist ja nicht so, dass ich normalerweise Bogen schieße, aber. Was, wenn. Was, wenn du mit dem redest, voll lustig und voll langweilig? Hä? Was? Wie kannst du lustig und langweilig gleichzeitig sein? Moment, ich krieg ganz schnell nur wieder den halben Chat mit. Auf in den Ladebildschirm soll ich lesen. Ach so, wenn man mit Partnerax redet. Naja, lustig. Das ist. Der gute Mann möchte, also der gute Drache möchte ernst genommen beim Partnerax. Ich meine, er hat mehr oder weniger seine Rasse verraten. Der hatte da viel zu erzählen. Beziehungsweise eigentlich, naja, was heißt seine Rasse verraten? Aber er möchte halt irgendwie das Ende der Welt aufschieben. Er hat sich halt so ein bisschen im Lauf der Dinge entgegengestellt. Eigentlich hieß er nicht Partnerax, er hieß Partnerax, ne? Können nicht einfach wie einfache Namen haben wie Rolf oder Fred. Ist ja viel einfacher. Na Juti. Groschen. Cool. Sammel ich euch. Was? Alte Kristallmünze? Also dieses Magierlicht ist ja echt zum Kotzen. Von der Dauer her. Da könnt ihr ruhig mal ein bisschen länger halten. Hallo, kleine Kobold-Dingsbums. Ich sollte übrigens mal mehr darauf achten, dass hier, ob hier nicht irgendwelche Fallen sind.
Weil ich hätte glaube ich mittlerweile richtig viele NPCs einfach nur mit Fallen töten können. Ja, die gute alte Schwert-Feuerball-Kombination funktioniert immer hervorragend. Ja, doch, der Feuerblitz gefällt mir deutlich besser als diese komischen, langweiligen... Ne, wir... Oh, was ist denn hier los? Ist das Gas? Ja, das ist einfach nur Dampf, nehme ich an. Was, ein Grohik? Ja, jetzt geht's los hier. So, dieser Weg sieht so aus, als würde ich da locker durchkommen, weil hier ein Hebel ist. Oder auch nicht. Bitte da vorne mit mir reden. Toll. Na bitte. Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Und zwar... Na großartig. Der Mistkerl hat seine kleine Schlampe mitgebracht. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt. Oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann. Sterb! Na dann. Was hat dir denn gerade Schönes gemacht? Wie lange brauchst du denn, um diesen Typen da abzumurksen? Geht es dir gut? Ja, wo warst du? Ja, genau, was hat das so lange gedauert? Was denken wir das? Ach Quatsch, das stellt mir gar nicht in Frage, ganz normal. Ich bin Malfas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Ach. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja. Siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Wir müssen über deine Fähigkeiten sprechen, Mädel. Das war also Karik. Ah ja, okay. Das Lager da unten? Nee. Bevor wir so... Ja, ach, hier ist das der Typ, ja. Da hast du einmal mal einen Typen nicht direkt angegriffen, wenn er vor dir stand. Gleich bestraft. Bams, punished. Einmal nicht sofort losgeballert, wie der letzte... Direkt bestraft worden für. Mache ich nie wieder. Wenn ich irgendwelche Leute hinter irgendwelchen Türen sehe im feindlichen Dungeon. Gleich Feuerball am Kopf. Warte, meine ich noch einen anderen Gang? Ich habe wie gerade ein sehr großes Talent dafür. Verdammt, mein Schild ist weg. Ich hätte gerne mein Schild wieder. Da Mana scheinbar nicht so mein Problem. Flammenbiss? Nee, Feuerblitz. Da Mana momentan scheinbar nicht so mein Problem zu sein scheint. Zumindest die Regeneration ist echt viel besser geworden. Dietrich, Eisenfall. Boah, jawohl. Müsste irgendwie so ein. Da bin ich mir sicher, irgendjemand hat sich dafür schon mal einen Mod ausgedacht, dass man quasi einen Schnellloop machen kann, dass man nur bestimmte Sachen lootet. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt gerade Geld, Pfeile und keine Ahnung, wie leichte Sachen oder irgendwie Handwerkszutat. Weil das ist, die Rüstung kann ich eh nicht mehr mitnehmen, war zu schwer. Und das wäre mega praktisch, wenn man einfach irgendwie so ein Dings hätte, einfach alle Pfeile oder alle gewichtslosen Gegenstände looten. Das würde auf jeden Fall viel Zeit sparen, man muss nicht mehr rumklicken. Hier ist da unten. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich Sakharas hin? Nee. Oh, ein Geheimnis. Also, ich habe das Gefühl, dass diese komischen magischen Symbole nicht unbedingt gut versteckt sind, in dem Sinne. Also, die würde man alle finden, wahrscheinlich locker flock werden. An den kommst du ja vorbei. Der einzige Grund, warum die. Gold. Und ich bezweifle, dass es die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte, tut mir nichts, ich... Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Wer bist du denn? Tja, wer bist du denn genau? Alice Sommerstein. Ich bin nur ein einfacher Mann meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine 2 Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Oh, die kenne ich! Das Brot! Das, was interessiert mich, eure verfluchte Töchter, die ihr nie gesehen habt? Das ist mit den Haaren. Das kenne ich doch, das ist das Enderale Brot! Ja,
Dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Das ist meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Surta? Tja, also, warum bist du jetzt hier? Macht der hier, der Typ? Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek. Borek, das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Wer? Oh, ach so, das ist die Unterstadt-Typ. Na gut, immerhin haben wir das schon mal. Warte mal, ja. Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Und erstmal genau war tiefgläubig? Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Tja, jetzt hast du dich mit irgendwelchen Banditen zusammengetun. Hast du gerade dieses Gold gehört, Borek gehabt? Das ist ja genau. Das ist eher ein bisschen Robin Hood oder was? Nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Tja, also Schulden, ja, so wie immer, so wie es eigentlich immer ist mit Schulden, ne? Ja. Ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl. Ehrgefühl? Wenn man es so nennen kann. Wann kommt die nächste Folge durch? Ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendjemand nach Doom fragt. Heute Abend um 8. Also habt ihr mit deinem Handel abgeschlossen? Wessen Groschen sind das nur? Ja. Von einem reisenden Händler. Einem? Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert. Das schwöre ich euch. Na klar. Als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Hey, die kennen wir doch. So. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Coole Story, Bro, aber die Story kennen wir doch schon mit dem langen Follow. Hassan Boboa. Die schwarz verschleierte Frau mit einer schwarzen Kutte und dunkler Stimme, das haben wir doch schon mal gehört, wenn ich mich recht entsinne, nicht wahr? Sie hat nicht viel gesprochen. Aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders. Unwirklich. Unwirklich? Das war furchtbar. Oh, so furchtbar. Ihr wisst, dass Karaks Männer 3 der Magier umgetötet haben. So viel zum Thema Banditen mit Ehre. In der Tat. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Surprise, surprise. So, und jetzt solltet ihr das nicht hier, genau. Ihr wisst mir den Gold laufen lassen. Das könnte ich mir auch selber unter den Nagel stellen. Gut, da wird Zakaresh wahrscheinlich nein, aber das hätte ich trotzdem gern. Hallo, Fuchs. Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ja.